Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder in Forza Horizon 4. Und zwar gibt es heute einen weiteren Money Glitch für euch, den der ein oder andere wahrscheinlich schon kennt. Aber es ist momentan der einzige funktionierende, der wirklich richtig viel Geld bringt. Und ihr braucht dazu eigentlich nichts anderes wie einen zweiten Account oder eben einen Freund, der euch dabei hilft. Keine Sorge, euer Freund wird das Geld nicht verlieren und ihr werdet das Geld quasi dann verdoppeln, beziehungsweise bekommt das Geld eben für jedes Auto, das ihr verkaufen wollt. Und das haut ihr natürlich immer für den maximalen Preis raus. Und ich würde sagen, wir fangen dann direkt mal an. Ja, die erste Perspektive ist die Perspektive mit dem, wo ihr das Geld bzw. euer Auto verkaufen wollt. Ich markiere euch das Ganze jetzt und ihr stellt euch jetzt ganz einfach ein Auto auf die in die Automesse, ins Auktionshaus meine ich, und dann stellt ihr das ein und markiert euch das Ganze ein bisschen, kleiner Tipp von mir, auf die maximale Stundenzeit, das sind 24 Stunden, wo das Ganze läuft, die Auktion, und natürlich den höchsten Preis, den ihr wählen könnt. Ich nutze dann zwischendurch kurz die Zeit, solange das lädt, ihr seht es ja im Hintergrund, um mich kurz zu bedanken für die 1000 Abos. Das ist auf jeden Fall richtig krass, freut mich auf jeden Fall richtig, ging jetzt echt schnell im letzten Monat und freut mich sehr. Ihr könnt hier in der kleinen Umfrage, würde mich freuen, wenn ihr kurz abstimmen würdet, was ihr in Zukunft dann noch sehen wollt oder ob was anderes noch drin ist, das ihr sehen wollt oder irgendwas, keine Ahnung, ihr könnt einfach mal auswählen, ich überlege mir da ein, zwei Sachen und das wäre auf jeden Fall nice. Ja, wenn ihr dann eure Auktion gelistet habt, dann müsst ihr euch einfach mit eurem anderen Account eures Freundes oder mit eurem zweiten Account einloggen. Ihr seht, ich musste übrigens ein bisschen niedrigeres Auto mit dem niedrigeren Wert einstellen, weil ich vorher extra noch kurz den Account hochgezockt habe, also als zweiter Account, damit ich das Ganze hier mit zwei Accounts machen kann. Und dann startet ihr ganz normal Forza Horizon 4 mit eurem Account eures Freundes oder mit eurem zweiten Account. Und wenn das Ganze dann geladen habt, dann müsst ihr nichts anderes machen, als das Auto von eurem, das ihr bzw. das gerade eingestellt habt, eben zu kaufen. Und wie schon gesagt, ihr müsst überhaupt keine Angst haben, dass euer Geld nachher weg ist von eurem Kollegen oder von eurem zweiten Account. Das bleibt auf jeden Fall. Ihr müsst ganz einfach den Gamertag eingeben, das Auto kaufen und dann sofort auf die Spiele und Addons gehen. Ihr seht, sobald das Ganze hier lädt, kommt jetzt hier der Modus, wo ihr das, der Bildschirm, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Geht auf sofort kaufen, drückt auf Ja und jetzt geht ihr direkt auf Forza Horizon 4, öffnet die Spiele und Addons, solange das Ganze noch lädt, und löscht einfach von eurer Konsole die gespeicherten Daten. Wichtig, von der Konsole, nicht von überall, weil sonst ist euer komplettes Spiel am Sack und ihr müsst alles nochmal spielen, also ganz wichtig, von Konsole löschen. Startet einfach ganz normal, easy wieder Forza. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch Geduld haben, weil jetzt kann es bis zu 5 Minuten laden. Also das fuckt richtig ab, aber ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Ich habe das Ganze auch immer ein bisschen beschleunigt, weil es dann doch ziemlich lang, eine lange Zeit beansprucht hat. Und ihr seht, wenn ihr einen Blick auf den Kontostand werft, der Kontostand eures Freundes bleibt gleich. Wechseln wir noch kurz zu unserem eigentlichen Account, wo wir das Auto dann verkauft haben und uns die Credits einsammeln können. Und wenn ihr dann jetzt in eurem Postfach nachschaut, seht ihr, wir haben eine nette E-Mail bekommen, zwar, dass wir unsere Credits abholen können. Und wir sagen, das machen wir einfach und ihr seht, wir haben das Geld bekommen und können somit dann quasi jedes Auto verkaufen und das ohne Probleme. Das heißt, euer Freund hat keine Probleme, ihr könnt euch gegenseitig helfen. Das heißt, haut auf jeden Fall eure Gamertags in die Comments, damit ihr euch gegenseitig helfen könnt. Joint meinem Discord, wenn ihr euch irgendwie eine Absprache benötigt oder was weiß ich. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Ich bedanke mich nochmal für die 1000 Abos. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut, peace, haut rein und ciao.